So, schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 24. ist heute. Genau. Wir sind im Mooslandl im Hotel Mooswirt und fahren jetzt dann gleich weg. Es ist ca. 9 Uhr, halb 9. Und wir fahren jetzt nach Gröbming. Ja, sind ca. 90 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Hotel war okay, kostet ca. 100 Euro. Ja, passt soweit. Leider ist das Wetter sehr schier, aber gut, dagegen kannst du jetzt machen. Bis dann. So, meine lieben Leute, jetzt geht's los. Wir sind voll adjustiert, es hat geregnet. Natürlich hat es jetzt wieder kurz aufgehört. Wir sind aber trotzdem ausgezogen, wie wenn wir, weiß ich nicht, durch den Monsun fahren würden. Und jetzt geht's los, jetzt fahren wir weg beim Mooswirt in Mooslandl. Naja, liebe Leute, es ist leider wieder mal eine ein Straßenradweg. Das gefällt uns nicht, aber was müssen wir machen? Nase ist Sashi. Schauen wir mal, wie lange wir da jetzt auf der Straße fahren müssen. So, liebe Leute, das sollte jetzt das Gesäuse sein, wo wir jetzt fahren. Also, wir sind am Weg zum Enzradweg. Ich hoffe, dass wir dort dann bald auf den treffen werden, wo der dann vielleicht auch getrennt von der Straße geführt wird. Aktuell 87 Kilometer haben wir noch. 4,17 Kilometer haben wir bis jetzt zurückgelegt. Das wird halt sicher eine 2-Akku Etappe. Und da drüben rechts sieht man die Enz. Ziemlich Hochwasser. Also richtig noch nicht, aber da ist schon ganz schön viel Wasser drin. So, jetzt hat es ein bisschen zum Regen angefangen. So, das müsste der Bahnhof von Hiflau sein oder sowas ähnliches.
Kapuzen aufsetzen. Na, ist ja wieder wie in alten Zeiten, kann ich sagen. So, liebe Leute, na, ganz, ganz schlecht. Da haben wir wieder Planung gemacht mit dem Komoot und jetzt fahren wir da auf einer total engen Straße. Durch den Tunnel ist es ja noch gegangen, aber jetzt, da kannst du nicht mehr weiterfahren, jetzt musst du da runter. Fahren wir Vollgas. Fahr du vor. So, da ist eine Planung. Und das ist eine Strecke, die ist wirklich absolut nicht okay. Und sowas sollte in einer Radnavigation irgendwo irgendwie vermerkt sein, das sage ich jetzt einmal so. So, wir sind da jetzt auf der Straße gekommen. Es ist leider Gottes, wie schon berichtet, alles leider Gottes bis jetzt Straße. Und da haben wir jetzt gesehen und gefunden eine Mountainbike-Strecke. Sehr interessant. Naja. Müsste man dann einmal auf jeden Fall googeln. Gibt es irgendwo eine Homepage? Hochscheiben Mountainbike Tour, na, das werden wir ja finden. Gib Gas! Durchfahren einfach! So, da sind wir wieder und es wird etwas lichter und vielleicht hört es dann vielleicht irgendwann zum Regen auf. Weil da hinten, wenn man schaut, da ist noch dunkel, da sind wir hergekommen und von da wird es immer schon ein bisschen heller. Sehr anstrengend, leider nur Straße bis jetzt, aber wir hoffen, dass jetzt dann endlich irgendwann dieser Ennstal-Radweg auch richtig anfängt. Das ist auf jeden Fall die Enns und das Gesäuse. Leider sieht man nur die Hälfte, weil die andere Hälfte ist im Nebel. Na, das ist ein sehr spektakulärer Weg. Hört du die Maus? Entfernt. Ich höre gar nichts mehr. Fliegende Mäuse, auch bei dir zu Hause. So, wir haben jetzt einen Weg gefunden, der geht sehr schön durch den Wald. Geht aber dann wieder auf die Straße zurück. Aber der ist sehr nett.
liebe Leute. Da ist die Enz. Wildwasser. Und da oben geht die Eisenbahnbrücke drüber. So, liebe Leute, auf der Enzbrücke sind wir und wir haben bis jetzt so um die 25 Kilometer zurückgelegt und haben noch ca. 60 Kilometer vor uns oder so ähnlich. Das Wetter ist jetzt schöner geworden, es regnet nicht mehr und jetzt hoffen wir auch, dass das dann der Radweg sein wird und dass wir da jetzt nicht mehr auf die Hauptstraßen fahren müssen. Da ist auf jeden Fall der Enz. Und der dürfte relativ viel Wasser haben, so wie es ausschaut. Also, ich habe es jetzt gelesen, Stift Admont ist das. Da vorne scheint so, dass es regnet. Ja, also das habe ich zuerst schon gesagt, aber es dürfte sich jetzt wirklich so, dürfte wirklich so sein. Ja, schauen wir mal dort hinkommen. Wir überqueren wieder mal die Enz auf einer schönen alten Holzbrücke. Wetter ist jetzt wirklich annehmbar geworden. Hallo. So, das ist jetzt Arning. Wo sind wir jetzt? Hallo, Radreisende. So, liebe Leute, da ist jetzt ein Tunnel und Mauttunnel und ich weiß nicht genau, wie das heißt. Tauernautobahn ist das natürlich nicht. Ich werde es einblenden. Und aktuell haben wir 44 Kilometer zurückgelegt und 47 Kilometer haben wir noch. Also in 6 bis 7 Kilometer werden wir dann eine Pause machen und was essen. Dann werden wir hoffentlich ein schönes Platz finden. Wir sind jetzt bei dem Autobahn Verteilerkreis, 100.000 Autobahnen sind da und da geht es auch nach Liezen, das ist dann die nächstgrößere Stadt und wir suchen da jetzt, wir schauen jetzt, dass wir da irgendwo einen Platz finden, vielleicht ein überdachtes.
jetzt wird Mittag gegessen oder beziehungsweise, weiß ich nicht, Lunch, das ist ja nichts. Da heute wird gemacht eine, weiß ich nicht, wie heißt das, warte, muss ich schauen, ob ich es weggehabe. Macaroni in Käsesoße, na bitte. So, liebe Leute, unser Essen ist fast fertig. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, weil da hinten scheint so, wie wenn es da schon wieder regnet, beziehungsweise bei uns regnet es schon wieder. Und wir wollen jetzt da irgendwie noch essen. Aber schmecken tut sehr gut, aber leider, ja, da ist die Enz. Es regnet wieder. Und da kommen wieder Radreisende. Hallo. Hallo. Aber ja, ist ja nicht so gut ausgestattet. Ein Tuch haben wir noch, wenn es bleibt. Aber die sind bei uns dabei noch trocken. Und wir fahren jetzt durch Lietzen durch. Oder so seitlich vorbei, kann man sagen. Ne? Es regnet. Wieder einmal regnet es. Aber wir sind noch gar nicht so stark nass, weil wir sind ja gut ausgestattet mit allem drum und dran. Ich werde euch das jetzt einmal zeigen. Also wir haben für die Füße diese Batscherl da, diese Plastikbatscherl, dann die Hose in Neongelb gehalten diesmal. Mein Regenjackerl, den Schädel, die Kapuze, ja, die Handschuhe sind mittelmäßig dicht und mit den Schuhen bin ich überhaupt noch nicht nass. Und das ist gut. 60 Kilometer zurückgelegt und 31 Kilometer haben wir noch. Wir überqueren wieder mal die Enns. Ja, es regnet und es wird nicht weniger regnen und zart, es ist jetzt sehr zart da. Wir können aber auch nach Bad Aussee fahren. 36 Kilometer nach Bad Aussee. Da ist Sashi. Ah ja. Aber ich glaube, dass da vorne, man sieht es jetzt leider nicht, das dürfte dieser Berg sein, den wir von der anderen Seite gesehen haben. Grimmenstein oder Krippenstein oder Grimming oder was weiß ich. Muss ich recherchieren. Weiter geht's. So, meine lieben Leute, das da vorne ist Irdning. Ja, ist jetzt auch nicht so weltbewegend oder berühmt. Glaube ich zumindest nicht. Aber es ist so. So, jetzt knacken wir gleich die 20 Kilometer. Jetzt haben wir bald nur mehr einen Ansatz davor stehen.
Hallo. Hallo. Da drüben geht es in Salzkammer gut. Ist der schön, mir gefällt es da. Die Händeln, die Schweineln. So, liebe Leute, Niederöblern ist das. Ja, Niederöblern. Aktuell 80 Kilometer zurückgelegt und 11 Kilometer haben wir noch. So, das ist jetzt Öplan, das Zentrum vom Öplan. Irgendwo habe ich mal da geschlafen. Öplan. Am Hauptplatz, die Kirche. Wir sind sehr müde. Da ist das Herrschaftsamt, wo es auch immer das ist. Herrschaftsamt. Und da ist, ja auch was. Und so schaut es da aus. Steiermark ist das. Ist das Steiermark? Ja, ist Steiermark, klar. Na gut, Leute. Leute, was soll ich sagen? Da, bitte sehr. 18,3, ich weiß nicht, ob man sieht, ob man lesen kann. 83 Kilometer gefahren, 8 Kilometer haben wir noch. Wir sind fast am Ziel. Wir haben jetzt eine Bergwertung. Und ich schätze, dass es da auch vor uns rechts auf den Bergen aufgeht, aber ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja, schaut so aus, ja. Fast 90, 91 Kilometer sind es gewesen. Was soll ich sagen? Ja, es war nicht schlecht. Ist jetzt nicht was, was ich unbedingt noch einmal fahren muss. Es ist, wenn es schön ist, das Wetter natürlich sicher viel besser. Und man kann wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich gescheiter, man fährt mit irgendwo in ein Hotel in dieses ganze Gesäuse und schaut sich dann dort irgendwelche schöneren Mountainbike-Strecken an. Das wird es wahrscheinlich mehr bringen, als wenn nur einfach durchzufahren, weil es ist einfach sehr viel Straße. Familientauglich ist es überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt mein Resümee. Und ich muss mich da jetzt konzentrieren. Jetzt geht es da rechts und ich glaube, dort am Berg oben ist die Pension. Da oben auf dem Berg fahren wir jetzt noch rauf. So Leute, da geht es einmal richtig steil nochmal rauf. Da machen wir jetzt 150 oder so Höhenmeter, glaube ich.
So, jetzt bin ich da auch noch einmal da. Und zwar ist. Das ist total am Berg oben. Witzig, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe nicht so gewusst, dass das ein bisschen am Berg oben ist, aber so, ja Wahnsinn. Müssen wir jetzt rauffahren. Naja, mit dem zusammen bringst du natürlich dann die 1000 Höhenmeter zusammen, wahrscheinlich. Bei der Firma vielleicht eine schöne Aussicht. Ins Enstal. So liebe Leute, da sind wir. Das ist das Wirtshaus. Das Wirtshaus. Ja, schaut eh nicht schlecht aus. Kann man glaube ich heraus frühstücken oder könnte man heraus frühstücken.